Carsten Bier ist hier schon mal sicher, hier bei der Durchfahrt. Rade durchziehen, vielleicht werden es noch ein paar mehr. Carsten Radeberger für die 64. Deswegen, er attackiert immer früh, aber jetzt wird hier auch schon attackiert. Das war Matthias Wieder vom Team Nutrition, Anselm Hinterer und André Schulze vom Team NetApp. Hier im Team, alles noch zusammen. Hier zwei Fahrer noch vom tschechischen Sparta-Prahl-Team, hier gab es wahrscheinlich einen Sturm. Jetzt wird die Runde-Fahrer eingeholt, es geht um 3, 2 und 1 Punkt. Hier vom tschechischen Whirlpool-Team für 2-3 Tirol mit dem Rick Adler. Matthias Friedemann vom Team Champion-Team hat nachgesetzt, hier André Schulze mit dabei. Auch Christian Kucks in dieser großen Gruppe, der Fahrer für den Dresdner Sportclub. An vorletzter Position hier Erik Baumann vom Ruhr-Krossitzer-Team aus Tungau SR. Ich bin auf
zweiter Platz. Auch eine ganz, ganz tolle Leistung vom Team NetApp. Andreas Schellinger. Glückwunsch. Mit von Wolfgang Friedemann, Vizepräsident des Sächsischen Radfahrerbundes. Und der Champion der 39. Auflage, er kommt vom LKT-Team aus Brandenburg, fährt jetzt für das Team NSD Ghost und heißt Stefan Schäfer. Große auf den Plätzchen 1 bis 3. Den Applaus an die Kinder. Den Bergkönig des Rennens mit oben auf das Podest. Er kommt aus Österreich, vom Team Tirol, Harald Kopke! Ja, und von der Firma Bosch hier gibt es einen nächsten Koffer. Da kann man allerhand. Stefan Schäfer nochmal zu mir ans Mikrofon. Publikum, um einen schönen Sonntag macht ihr das Beste draus. Danke allen Helfern, danke den Sponsoren, danke dem Deutschen Roten Kreuz, der Jury, den Verkaufsständen und. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch, sage tschüss, auf Wiedersehen.